Kennst du schon den Yorkshire Terrier? Heute zeigen wir dir alle Fakten und verraten dir alles Besondere über diese Rasse. Der Yorkshire Terrier zählt als Vertreter der kleinsten Hunderassen. Wenn du noch weitere Hunderassen sehen möchtest, die zu den kleinsten Hunden zählen, dann schaue dir das Video Die 10 kleinsten Hunderassen der Welt an. Das Video ist oben rechts in der Infobox verlinkt. Durch seine niedliche Optik wirkt er meist süß und sehr leicht. Doch diese niedliche Optik kann auch täuschen. Denn der Yorkie ist im Gegensatz zu seiner Größe auch sehr selbstbewusst und mutig. Charakter und Merkmale. Der Yorkie ist ein ausgesprochen hübscher Hund. Er besitzt einen wohlproportionierten Körperbau und ein seidig glänzendes Fell. Er verfügt über dunkle Knopfaugen und kurze, stehende, spitze Ohren. Ein besonderes optisches Merkmal der Tiere ist ihr langes, glattes Fell. Dieses ist meist in einem leuchtenden Gold-Tarnfarbton gehalten. Die Fellfarbe der Yorkies kann jedoch auch deutlich dunkler ausfallen. Das Wesen der selbstbewussten Vierbeiner ist beeindruckend. Auf der einen Seite sind die Hunde unheimlich kuschelbedürftig, lieb und anhänglich. Auf der anderen Seite versuchen sie beim Zusammentreffen mit anderen Hunden gern die Kontrolle zu übernehmen. Sie zeigen sich oftmals mutig und bellen gern. Dieses Verhalten kann missverständlich als aggressiv gedeutet werden. Im Grunde wollen die Hunde sich jedoch nur wichtig machen. Oftmals nehmen große Hunderassen die kleinen Vierbeiner wegen ihrer Erscheinung nicht ernst. Genau diese Vielfältigkeit der Persönlichkeit macht die Rasse jedoch so interessant. Ein weiterer Auslöser für die forsche, teils selbst überschätzende Art liegt ganz einfach im Charakter der Tiere. Sie sehen sich selbst wohl viel stärker, als sie tatsächlich sind. Im Normalfall ist dieses Verhalten jedoch zum Schmunzeln. Sollte es ausarten oder der Hund tatsächlich bissig werden, müssen klare Grenzen aufgezeigt werden. Mit ein paar Tipps und Tricks können auch solche Verhaltensweisen abtrainiert werden. Yorkshire Terrier sind voller Energie und keinesfalls reine Schoßhündchen. Sie lieben es zu tun und wollen sich aktiv beschäftigen. Auch ihr ausgeprägter Jagdinstinkt trägt hierzu bei. Bei Spaziergängen in Wäldern oder Parks nehmen die Hunde die Spuren anderer Tiere auf. Einem Eichhörnchen oder einer Maus zu widerstehen, ist für die Hunde beinahe unmöglich. Die Fellnasen eignen sich grundsätzlich auch als Familienhunde. Zu beachten ist jedoch, dass Yorkshire Terrier verhältnismäßig zarte Tiere sind. Kindern sollte daher der richtige Umgang mit Hunden vorab beigebracht werden. Da Kinder ihre Kraft noch nicht besonders gut einschätzen können, ist Vorsicht geboten. Verletzungen des Tieres oder abwehrende Schutzreaktionen sollten unbedingt vermieden werden. Wissen Kinder mit dem Vierbeiner umzugehen, ist er ein liebevoller und freudiger Kamerad. Die richtige Ernährung. Die Ernährung der Yorkies sollte ausgewogen und gesund sein. Die kleinen Vierbeiner besitzen eine ganze Menge Energie. Sie sollten daher auch viele Vitamine zu sich nehmen. Wie bei den meisten Hunderassen darf auch der Yorkie kein Übergewicht ansetzen. Dieses könnte die Lebenserwartung der Hunde drastisch senken und Erkrankungen hervorrufen. Leider neigen Yorkshire Terrier dazu, Allergien zu bekommen. Besteht der Verdacht einer Unverträglichkeit, kann dies beim Tierarzt abgeklärt werden. Ein entsprechender Test gibt dann Gewissheit. Im Falle einer Allergie gestaltet sich die Ernährung der Tiere etwas schwieriger. Die Forschung hat heute jedoch bereits allerhand Alternativen zu bieten. Somit ist eine ausgewogene Ernährung der Kleinen trotzdem möglich. Die Pflege. Yorkshire Terrier sollten täglich Auslauf bekommen und kleinere Spaziergänge unternehmen. Die Fellpflege der Vierbeiner bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Das Fell muss regelmäßig gebürstet und gründlich gekämmt werden. Beim Gassigehen sammelt sich schnell Dreck und Schmutz im Fell der Tiere. Dieser sollte dem Tier zuliebe unverzüglich entfernt werden. Auf häufiges Waschen oder gar Shampoonieren sollte jedoch verzichtet werden. Dies kann zu Hautirritationen und Allergien führen. Zudem ist es sinnvoll, die wachsenden Haare in regelmäßigen Abständen zu kürzen. Hierbei kann das Fell des Tieres beispielsweise im Sommer sehr kurz geschoren werden. So hat es der Hund mit hohen Temperaturen einfacher und kann Hitze besser ertragen. Das Schneiden des Fells erfolgt im Regelfall mit einer Haarschneideschere oder einer Schermaschine. Natürlich kann der Yorkie sein Fell auch lang tragen. Beachtet werden sollte jedoch, dass das Fell den Hund nicht beim Laufen oder Gehen beeinträchtigt. Besonders die Partie um die Augen herum sollte kurz gehalten und ausgiebig gepflegt werden. Dies verringert Einschränkungen des Blickfeldes der Hunde. Für den Hund selbst ist ein kurzes Fell sicherlich angenehmer. Für das Wohl des Tieres sollte man als Besitzer hierauf eingehen.
Auf den Straßen sieht man häufig Yorkshire Terrier, die Schleifchen und Kleidung tragen. Es ist völlig in Ordnung, dem Vierbeiner bei niedrigen Temperaturen einen Pullover überzuziehen. Auch ein Schleifchen im Haar ist erlaubt, solange dies den Hund nicht stört. Es sollte aber unbedingt beachtet werden, dass die Hunde Lebewesen sind. Sie sollten nicht als Modeaccessoire gehalten oder vermenschlicht werden. Stattdessen sollen die Hunde sich austoben und ihren Instinkten folgen können. Passendes Zubehör. Bei der Erziehung der Vierbeiner ist der Terrier-Einfluss zu beachten. Auch wenn die Tiere klein und zierlich aussehen, verfügen sie oft über eine große Persönlichkeit. Sie spielen gern und sind ständig in Bewegung. Der kleine Liebling sollte einige Spielzeuge bekommen, mit denen er unbeschwert herumtollen kann. Yorkies sind enorm intelligent, sie lernen sehr schnell und lassen sich gern Kunststücke beibringen. Herkunft und Geschichte. Die aus Großbritannien stammende Rasse diente viele Jahrhunderte lang als Haus- und Hofhund. Meist wurde er von ärmlichen Arbeiterfamilien als Wach- und Jagdhund gehalten. Trotz der kleinen beengten Haushalte fand der Yorkie mit seiner geringen Größe ausreichend Platz. Der lebhafte Terrier beschützte sein Revier stets eisern. Auch hielt er Mäuse, Ratten und anderes Kleinvieh fern. Geschichten zufolge sollte der Yorkie sogar Füchse und Marder gejagt haben, die ihm und seinem Hof zu nahe gekommen waren. Bereits im Jahr 1873 wurde der Yorkshire Terrier vom britischen Kennel Club als Hunderasse anerkannt. In Deutschland hingegen wurde die Rasse erst in den späten 1970er Jahren bekannt. Jetzt möchten wir deine Meinung wissen. Hast du selbst einen Yorkshire Terrier oder wie gefällt dir diese Rasse? Schreib es unten in die Kommentare.